Ibihana, komische Show. Mit diesem kleinen Einspieler heiße ich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Sims 4 mit unserer kleinen schnuckligen Familie. Ich glaube, Fabian hat nicht so wirklich lange und gut geschlafen. Er hat sich gerade ein bisschen bei unseren kleinen flauschigen Kuscheltierchen ausgeheult, beziehungsweise hat sich da unbekund getan. Und Simon ist gleich aufgestanden, huch, und macht ihn jetzt erstmal lecker. Was gibt's denn da? Müsli? Cerealien? Dankeschön. Die kannst du ja vielleicht einmal aufräumen. Und dann gucken wir mal, was hast du denn da für Griffies? Ja, genau. Lass dir ruhig das Essen schmecken. So abends um kurz vor 12 noch ein bisschen Cerealien auf dem Küchentisch verteilen. Hayao hat auch frei. Ich glaube, müssten jetzt 2 Tage sein insgesamt. Und Simon geht so lala. Gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall erstmal das hinkriegen, dass wir alle drei ein bisschen ausschlafen lassen, beziehungsweise einmal aufs Töpfchen und alles drum und dran. Aber Simon kümmert sich gerade sehr liebevoll. Ja, einem runtersetzen, muss gar nichts machen. Das finde ich sehr angenehm und sehr freudig, dass Simon da so liebevoll zu Fabian ist. Bringst du ins Bettchen oder geht allein ins Bettchen? Gucken wir mal, absetzen. So. Ja, jetzt noch ins Bettchen bringen, würde ich sagen. Einmal Simon bitten, ins Bett zu bringen, können wir machen. Und dann kriegt Keks noch was zu essen. Der schleicht da hinten rum. Ach, hier haben wir auch noch einen Staubflausch. Da weiß man gar nicht, wie wir den am besten benennen. Gucken wir mal. Was ist da hinten? Oh, das Töpfchen. Da geht doch raus, Keks. Oder hat, weiß nicht mehr, wo die Tür ist. So. Guten Nachtkuss. Na? Genau. So, perfekt. Fabian wollte noch ein bisschen spielen. Mit Schüssel füllen. So, und dann darfst du auch noch einmal auf Toilette und dann noch ein bisschen Schläfchen machen. Olli, hopp. So. Ich hoffe, Keks hat den Weg nach draußen gefunden. Ja, perfekt. Wird direkt vor die Haustür gemacht. Eine schöne Müllpflanze hingesetzt. Hat er toll gemacht. Okay. Hayao, genau. Hayao ist eigentlich derjenige, der als erstes am ausgeschlafen sein soll. Und dann dachte ich mir so, die letzten Male waren wir ja, beziehungsweise wir waren jetzt bei Familie Winter und Fabian und Co. waren ja so am Limit, beziehungsweise wir waren ja dann auch im Museum, dass Fabian immer sehr müde gewesen ist und sehr angespannt und teilweise immer sehr wütend gewesen ist. Und dann dachte ich mir, wir haben ja erst in knapp 3 Tagen, müsste es glaube ich sein, unser Winterfest, also jetzt sind noch 2 Tage. Und dachte ich mir, dass wir den Part vielleicht einfach mal zusammen an den Strand gehen und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie ein bisschen Fabian bespaßen, ein bisschen eine Sandburg bauen etc. pp. Bevor wir dann gegebenenfalls das Winterfest starten, ist ja dann in unserem Let's Play das 2. Winterfest, diesmal in unserem eigenen Haus. Davor war es ja noch in unserem kleinen schnuckligen Apartment. Na, einmal aufstehen. Keks möchte nicht schlafen. Müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das machen mit dem Saugen, ob wir ihnen einen Namen geben, den kleinen Staubflausch. Weiß ich noch nicht so genau, wo wir hinsetzen, was für einen Namen wir ihm geben. Und beziehungsweise müssen wir dann auch mal anfangen, Staubsauger uns zu besorgen. Jetzt bist du müde, Keks. Du hättest die ganze Zeit schlafen gehen können. Oder kommst du nicht ins Bettchen rein? Das macht er ja. Oder macht sie erstmal einen leckeren Obstsalat? Oder beziehungsweise einen rausgeholt. Was haben wir denn noch drinne? Ist da noch irgendwas drinne? Oha. Hähnchen Chimichurri, dann haben wir da noch Bolo a la Brasa, wir haben noch Tofu-Würstchen, dann haben wir noch einen leeren Teller, Asado und Obstsalat haben wir genug, wir hatten den gemacht. Simon hat den gemacht, das ist aber nett. So, wo sind so Mülleimer? Hallo, hallo, da ist er. Einmal da rein, zack. Gut. Wie sieht es mit den anderen beiden aus? Er könnte eigentlich auch langsam aufstehen, können sie sich dann noch was rausnehmen, so einen leckeren Obstsalat zum Frühstück. Perfekt. Hayao geht erstmal ein bisschen spielen. Wer räumt das jetzt hier auf? Und Keks macht Schläfchen. Okay, komm, Simon, kannst du jetzt aufstehen? Fabian, ja, ist soweit eigentlich auch ausgeschlafen. Den könnte man dann gleich noch was zu essen geben. Wenn sich dann Simon da was genommen hat. Beziehungsweise muss er dann erstmal aufräumen. Gucken wir mal eben kurz hoch zu Hayao, was er so Schönes macht.
Ja. Buizara. Früh morgens. Bonkaro. Was ist denn da drin? Ein Eichhörnchen. Mein Lieblingseichhörnchen. Okay. Da haben wir. Ach, wir haben jetzt zwei Staubflausch. Naja. Auch direkt neben Fabian essen, ne? Was ist los? Uha, da hat jemand in die Windel gemacht. Okay. Ach, herrlich, so richtig schön in die Windel gemacht. Das ist so schön warm. Okay, dann lassen wir das erstmal vielleicht mit dem Aufräumen. Was macht Fabian? Zuschauen und prabbeln. Der könnte eigentlich Hayao, wenn er einmal hier ist. Ach, hier ist so herrlich schmutzig. Guten Morgen. So, könntest eigentlich mal kurz die Windeln wechseln, wenn du noch da bist. Schaumbad. Windel wechseln. Dann könnte... Wo ist denn Simon? Der wäscht gerade ab. Er hat aufgeräumt, perfekt. Und dann... Fabian Essen geben. Dann geben wir diesmal... Tierkekse, genau. Wir geben ihm einen leckeren Joghurt. Nicht ins Bett schmeißen. Vorsicht. Hinters Bett geworfen. Na, klasse. Holt er ihn jetzt, wenn er... Überschneidet sich das? Ja, perfekt. Wir können eigentlich nach... genau, machst du ja schon. Keks küssen. Mensch, man muss heute gar nichts machen. Ihr macht ja alles selbstständig. Das gefällt mir. Jetzt klumpen sie alle in der Ecke. Jibs, Jiboya. Ja, ich gib's. Und ein Knutschi. Ja, der Arm. Tut ein bisschen weh. Könntest du vielleicht noch ein bisschen kraulen, streicheln. Kumpel werden und ein bisschen bürsten kann man auch, genau. So. Schon wieder. Ach, herrlich, wie dieses Kind das Essen genießt. So, du bist dann soweit. Oh Gott. Was ist denn jetzt? Zuschauen. Ach, unser kleiner Fabian. Hat aber schnell gegessen. Bin fertig. Okay, Hayao, wie sieht's bei dir aus? Du könntest eigentlich mal noch kurz... Was sind da? Ach, einmal das Bildchen angucken. Niedlich, ne? Hat er süß gemacht. Kannst du einmal duschen gehen. Und dann werden wir uns, sag ich mal, losmachen. Ich hoffe, dass das jahreszeittechnisch funktionieren wird. So, du kannst noch einmal kurz hier aufräumen. So, dann bist du soweit. Du bist ready. Okay, alles klar. Ich möchte in mein kleines Spielhaus mit Puppen spielen gehen. Ob das noch was wird? Wir wollten eigentlich zusammen ein bisschen Spaß machen am Strand. Müssen wir mal gucken, ob wir die Familie Winter dann wieder mitholen. Ich weiß halt nicht. Mein Plan ist ja, das Winterfest mit Familie Winter zu gestalten. Nicht, dass man das dann zu viel wird, aber wenn man dann ständig auf Familie Winter dabei war, hat. Aber ihr habt ja auch geschrieben, dass ihr die Konstellation mit den beiden Familien doch sehr mögt. Ich finde das auch sehr klasse und das ist natürlich eigentlich auch eine perfekte Möglichkeit, um noch bessere Freundschaft aufzubauen. Guck mal, Simon spielt mit. Wo ist denn das für ein Hörnchen? Ja. Herr und Frau Hörnchen. Wenn ich groß bin, möchte ich dich immer heiraten. So. So, wie sieht's aus, Hayao? Hä? Wo ist er denn? Ich hab ihn gehört. Ach, da hätten wir ein Bällchen gespielt, oder was? Okay, sind wir soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal den Ausflug. Auch wenn ich die beiden da oben ungern unterbreche, aber ansonsten schwindet dann unser Zeitlimit dann irgendwann auch. So, wir werden mal an den sandigen Simoleon-Strand gehen. Großartig verändert ist dieser nicht. So, dann werden wir das einfach machen. Ich glaube, wir reisen erstmal hin, gucken, wie sich alles entwickelt, wie sie sich, sag ich mal, beschäftigen. Und dann würde ich eventuell Paru, Damien, Ayun und Felix einladen, wobei wir unser zweite Tierchen nicht einladen können, leider. Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht geht es auch, dass Simon das Tierchen besser kennt. Schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Oha,
Ja, perfekt. Okay, dann hat sich dieser Plan, glaube ich, schon mal erledigt, da ich ungerne möchte, dass diese jetzt vom Blitz getroffen werden. Was wären jetzt die Alternativen? Hier regnet's. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man vorher nicht weiß, wie das Wetter da drüben ist, ne? Wir könnten im Welpenpark gehen, aber da ist dann wahrscheinlich auch nicht bestes Wetter. Wir könnten ein bisschen in den Park. Wir könnten die Solarfackel mal gehen. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Bei den anderen ist halt wieder schlechtes Wetter, ne? Gucken wir mal kurz rum. San Michuno. Da waren wir ja eigentlich erst. Das wäre ja dann von der Überlegung her nicht so besonders. Ist jetzt schwierig, ne? Das wirft irgendwie so den ganzen Plan ein bisschen durcheinander. Würde ich vielleicht mal sagen, wir gehen mal in den Ward Park. Gucken einfach mal dahin. Ist halt jetzt ein bisschen wintertechnisch. Aber vielleicht können wir da irgendwie einen Schneemann bauen oder so. Mal gucken. Das haben die beiden Simon und Hayao ja dann damals auch sehr gerne gemacht. Und vielleicht können wir dann damit Fabian eine kleine Freude bereiten. Oder vielleicht ist das Wetter auch da anders. Mal gucken. Ja, das Wetter ist da genauso. Regnet es jetzt überall? Da habe ich aber echt Glück. Wir switchen einfach mal nochmal weiter rum. Bringt ja nichts. Wo könnten wir, wieso? Komm, wir gehen in den Wildblütenpark. Vielleicht, wenn da das Wetter genauso ist, dann hat sich unser Ausflug erledigt. Dann gehen wir halt nach Hause und tun da ein bisschen uns vergnügen. Weil der Plan ja auch war, dass man mit Simon zum Beispiel auch mal ein bisschen Bilder mehr malt, ein bisschen Blumengebinde lernt. Hier nieselt es. Vielleicht wird es ja bald besser. Hat man nicht irgendwo auch eine Wettervorhersage hier? Aktuelles Wetter leicht Regen, kalt. Heutige Vorhersage voraussichtlich Regen. Ja, ansonsten können ja auch ein bisschen reingehen. Das macht... Ja gut, Hayao. Keks hat sich beim letzten Mal auch dahin gelegt. Er traut sich irgendwie nicht weiter raus. Kann das sein? So, da würde ich aber sagen... Auch wenn dir die Musik hier gefällt. Wir rufen mal eben Paru, Damien. Ach, er kennt Ayu nicht, ne? Und Felix kennt auch. Oder man kann jetzt kein Kleinkind hier einladen, das weiß ich nicht. Da kann man mal die beiden anrufen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie... Wir gehen mal hier zusammen hier hin. Du kannst mir hier hingehen. Und du könntest mal Keks herrufen. Oscar! Gefällt dir die Musik, ja? Achso, kam jetzt die Meldung? Alle kommen vorbei, ja, perfekt. Sehr schön. Da freue ich mich aber. Ja, ein bisschen abhängen hier in so einer kleinen Leseecke, ne? Magst du, uns vielleicht ein bisschen was mixen? Getränk zubereiten. Für alle zubereiten. Was wollen wir denn heute mal trinken? Irgendwas Alkoholfreies. Mineralwasser zwischenweg, Creme Cola, Saft on the Rocks, Malzbier, Zebrat Fitz. Ich weiß halt nicht, Orange mit Pfiff. Wir bräuchten halt irgendwas. Zuckerzunder, Mineralwasser. Also, woher sehe ich denn, was alkoholische Getränke sind und was nicht? Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich, ist das erst Malzbierflot? Zischt wie Zunder, zischt und weg, ja. Mach mal eine Creme-Cola, komm. Die sieht auch lustig aus. Hätten wir was zu essen mitnehmen können, oder? So ein bisschen... Hat hier jemand hier noch irgendwas dabei? Nee, nicht wirklich. Wo willst du hin? Da freut sich aber jemand, dass es regnet. Gehst du spielen? Ach, du willst zu Anne Paulus.
Hallo. Toll. Hä? Jetzt läuft Fabian da hinten hinterher. Eine Cola für alle. Komm lieber rein, es regnet. Na? Kannst du... Fabian ist heute sehr gesellig. Wen sucht er sich denn jetzt? Da hinten. Okay. Na? Komm um, Bert. Wer läuft hier noch alles rum? Da haben wir Victor Feng und da ist... Wie heißt er denn? Moment, Pion? Pion Pjörksen. Und du willst jetzt halt bei den Fremden hier ein bisschen abhängen, sagst du? Ach nee, das ist mir dann doch zu suspekt. Die drei Herren hier. Okay, geht wieder rein. Der Gärtner spielt ein bisschen Musik. Bruno. Na? Ach, schön, dass du auch hier bist. Mit was für ein Zufall. Ah ja, wo steht einfach eine Ecke rum? Mag vielleicht irgendjemand was zu essen machen, wäre doch nicht schlecht. Zurück nach Hause gehen? Nee, 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 Moment. Du könntest mal für alle was zu essen machen. Du könntest mal was grillen, gegrillte Früchte machen. So, wo ist... Wieso bist du traurig? Ach Gott, stimmt ja. Ach, da war ja was. Ach, diese tiefe Verletzung. Hab ich ja ganz vergessen. Aber irgendwie klappt das hier nicht, ne? Das backt hier ein bisschen rum. Heiau? Essen machen? Vielleicht? Du wollen? Okay, der Gärtner geht auch raus. Ja, lauf wohl durch die Wand, das ist kein Problem. Kleinkind überprüfen. Er will nichts zu essen. Man kann das sein, wegen dem Regenwetter, dass das jetzt so ist, dass man überhaupt nichts mehr machen kann. Das wäre ziemlich ärgerlich. Weltraummonster kann es nicht tun, wenn Kind auf dem Spielturm spielt. Was? Du kannst es nur tun, wenn Kinder auf dem Spielturm spielen. Moment, machen wir das doch mal eben. Was ist das? Gucken wir mal. Wir gehen mal zusammen dahin. Die armen beiden sitzen jetzt hier alleine an der Theke. Die sind immer nicht gut gelaunt. Ich glaube, der letzte Ausflug war nicht so besonders. Gut, wenn es mit dem Spiel nicht geht, gehen wir wieder nach Hause. Das ist ganz klar, weil wir wollten ja eigentlich ein bisschen Fabian. Kannst du da nicht hingehen, sag mal? Wieso geht das nicht? Er ist total traurig. Okay, Planänderung, wir gehen wieder zurück. Das ärgert mich ein bisschen. Da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gespielt. Was wir höchstens machen könnten, wir gehen mal eben... Wollen wir ins Badehaus gehen? Können wir hier... Ich möchte eigentlich nicht mieten. Ich möchte eigentlich ein bisschen... Dann müssen die... Ja, das funktioniert ja auch nicht. Wenn ich jetzt keine gute Beziehung mit allen aufbaue, habe ich das Problem. Das Winterfest absolut, sage ich mal, negativ vielleicht verläuft. Man weiß es nicht, wenn die dann alle traurig sind. Aber wir gucken mal. Aber ich glaube, ich bin jetzt falsch gereist. Objekt entfernt. Wir gehen jetzt alle mal zusammen. Zusammen hier hin. Ist alles durcheinander heute hier. So. Hat denn jemand noch ein Hüngerchen, bevor wir hier anfangen, die Pisten unsicher zu machen? Kommt mal einmal hier rüber. Geht das? Was seid ihr denn? So, ein bisschen schneller. So. Was wir machen können, Hayao kann doch jetzt eine Schneeballschlacht, Schneemann bauen mit. Genau. Moment, jetzt können wir überlegen. Könnt ihr erst mal mit Fabian einen Schneemann bauen? Simon könnte doch einen Schneemann bauen mit... Oh, war das jetzt Damon oder Paru? Damon oder Paru? Jetzt bin ich gerade unsicher. Moment. Kann man das nicht irgendwo einsehen? Sympathie öffnen. Das war Damon, ne? Mit dem er so... Genau. So, dann könntest du doch eigentlich mit
Damon, vielleicht macht das euch ja Spaß. Mal gucken. Ein Schneemann bauen. Ich hoffe, das funktioniert. Da macht Paro halt jetzt zwar nichts, aber... Wo ist denn... Fabian? Ach, da hinten kommt er noch. Wow, das dauert noch ein bisschen. Was soll man jetzt hier? Es ist kalt. Okay, geht los. So, ich hoffe, das funktioniert und bringt ein bisschen Freundschaftspunkte. Ja, der hat richtig Lust. Vielleicht können wir dann davon einen Screenshot machen, so als Thumbnail. Ach ja. Na? Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Alle Jahre wieder ein Schneemann bauen. Letztes Jahr Simon und Hayao, dieses Jahr Simon und, oder beziehungsweise unsere Familie mit Familie Winter. Ja, das könnte doch ein ansehnliches Figürchen werden. Hier ein bisschen drücken, da ein bisschen drücken. Wie sieht es da drüben aus? Hayao hat schon mal angefangen. Ich bin ja mal auf den fertigen Schneemann gespannt. So, bastelt ihr. Seid ihr schon fertig? Und da war irgendwie die Aufnahme weg und deswegen haben wir leider einen kleinen Part verpasst. Und zwar habe ich schon mal Simon... hat dann doch nicht geklappt, haben wir doch nicht so viel verpasst. Ich hatte eigentlich Simon und Fabian einmal zum Schlittenfahren geschickt. Und Hayao... Wo stehst du jetzt da oben? Hayao sollte eigentlich mit Paru Schlitten fahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert alles nicht so ganz, wie ich wollte. Schlitten fahren, einmalig. Jetzt ist auch Fabian. Warum kannst du mit Fabian keinen Schlitten mehr fahren? Fabian möchte... Ach hier, er warte. Ah, okay, deswegen hat es nicht funktioniert, alles klar. Und dann möchte er mit wahrscheinlich ihr Alessia sprechen. Wo ist denn... Aber er läuft zurück. Simon wartet jetzt auf ihn und er läuft zurück. Okay, alles klar. Also irgendwie ist die Folge ein bisschen verbuggt. Ich glaube auch, dass Paru und Damien jetzt gegangen sind. Hier sieht man nochmal unsere drei Meisterwerke von Schneemännern. Hier einmal von Hayao und Fabian. Das war dann Simon und Damien. Und hier, das war dann Hayao und Paru, die gebaut haben. Jetzt ist er erst noch was. Also irgendwie funktioniert das ja nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt aber, oder? Ein bisschen Schlitten fahren so zum Abschluss einer chaotischen Folge. Was hältst du davon? Liebevoll im Arm. Kann man aber machen. So, und dann einmal bitte hier hinten Schlitten fahren üben, einmalig. So. Erziehungslevel 4 erreicht. Simon kann jetzt Auszeiten verhängen. Er erhält mehr Informationen, wie sein Rat für die Entwicklung seines Kindes beeinflusst. Ah ja. Schade, dass die anderen beiden jetzt weggegangen sind. Mit Gideon plaudern. Da kommt gleich mal hingehen. Ich möchte gerne das mal gerne gesehen hier, wenn beide jetzt Schlitten fahren. Ich hoffe, die stürzen nicht. Lass euch ruhig Zeit. Gemächlich. In der Ruhe liegt die Kraft. Er hat mich ein bisschen, dass da jetzt ein kurzer Cut drin war, aber da sagt das Aufnahmeprogramm halt, nö, Fehler ist vorgefallen, hast du Pech gehabt. So, jetzt aber. Es wird schon dunkel. So. Und los. Hui. Jawohl. Oh. Ach, ich wusste es. Ah, das wurde wohl nix. Na und? Oh Gott. Wilhapa, jetzt ist er noch wütend geworden. Ja toll. Und du? Von der besten Seite. War jemand in der Nähe verehrt? Oha, geliebt wegen warmem Knuddler. Und? Okay, beide mögen halt keinen Schlitten fahren. Ja, alle stürzen sie irgendwie. Was heißt du? Shogoto? Shogoto. Lustiger Name. Aber ich glaube, die müssen wir langsam alle mal ein Schläfchen machen, beziehungsweise Fabian müsste dann auch mal was essen. Was mit Hayao? Ja, er sitzt einfach nur noch da rum. Also, Mann, die ganzen Pläne, die man gehabt hat,
haben ja nicht wirklich so gut funktioniert. Gehen wir noch kurz nach Hause und werden auf jeden Fall einmal uns noch um Fabian kümmern. Dass er nicht so wütend ist. Momentan habe ich so das Gefühl, ist er sehr oft wütend. Aber gut, wenn man so einmal am Tag eine Mahlzeit kriegt, dann kann man schon mal wütend werden. So, dann kann man dir eben noch mal kurz was zu essen geben. Dann kriegst du noch ein bisschen Erbsen. Okay, dann gucken wir mal, wie die Freundschaft sich dann so vielleicht ein bisschen erweitert hat. Damien, Paru. Also Paru zählt schon als Freund. Das ist schon mal ein Fortschritt. Damien, naja, geht so. Da ist, glaube ich, nicht wirklich viel bekannter. Aber ist immer noch verletzt. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwie hinkriegen vor dem Winterfest, weil ansonsten auch nicht böses. Hallo? Ich warte erstmal hier draußen. Achso, muss noch hochgehoben werden, okay. Und dann gucken wir nochmal bei Hayao. Da sieht's freundetechnisch. Hallo, Marco Schäfer, was? Marco Schäfer möchte vorbeikommen und abhängen. Ist in Ordnung, ja, komm ruhig vorbei. Und was war die jetzt genau? Paru? Wie sieht's da aus? Ist schon mal, also wie gesagt, ist ein Freund, aber sonst sind alles im grünen Bereich bekannter. Okay, da müssen wir natürlich noch ein bisschen irgendwie. So, einmal reinlassen vielleicht. Kriegen wir noch einen Besuch zum Abschluss. Woher kennt ihr euch? Ach, jetzt kommen hier irgendwelche Updates. Hallo. Also ich habe heute aber echt Glück. Bringe noch irgendwelche Updates auf. So. Marco Scridge! Du bist aber ein böses Hündchen. Ich glaube, er mag mich. Schneid's. Ich wollte gerade sagen, schneid in die Wohnung. Das wäre es noch gewesen. Passender Abschluss. Woher kennt ihr euch? Seid ihr Arbeitskollegen? Nee. Ach, das ist unser Stadtgärtner. Okay, und er ist gemein. Ah, ja, alles klar. Ja, lass mal die Beine ein bisschen plaudern. Ah, was ich heute erlebt habe, du, das sag ich dir. Was? Hä? Wo jetzt hin? Bettchen bringen, genau. Aber jetzt ein Schläfchen machen, ja, reicht für heute. Hey, hey, hey! Ja, das ist ja ein lustiger Geselle. Macht mich alles wütend, dass ich hier bin. Nimm dies. Habe ich auch noch nicht so erlebt, dass jemand dann hier reinkommt, erstmal unser Hündchen beschimpft und dann wird auch noch unser Kuscheltierchen geschlagen. Aber ich glaube, es legen sich alle schlafen. Okay, alles klar. Gut, da würde ich sagen, das war heute mal ein Part einer anderen Sorte mit viel Chaos. Die ganzen Pläne, die man gehabt hat, da hatten wir uns jetzt leider ein bisschen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann auf einmal das Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Nicht so wie Marco, der hier nicht so gut gelaunt ist. Den lassen wir sich noch ein bisschen austoben. Ansonsten, ja, ich hoffe halt, dass Fabian sich auch ein bisschen. Gut, er ist jetzt müde, aber ansonsten Spaß hat er eigentlich gut gehabt, ein bisschen mit Schneemann bauen. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir es. Mach kein Babyblödsinn da hinten. Dass wir es irgendwie hinkriegen, dass mit, sag ich mal, Damien und Simon waren es, glaube ich, so noch ein bisschen dieses Attribut da noch wegbekommt, dass die beiden sich hoffentlich ein bisschen besser verstehen. Bei meinem Plan ist ja eigentlich, dass wir das Winterfest dann zusammen feiern. Und wenn dann beide verletzt sind oder wütend, gut, wäre vielleicht auch mal lustig, das herauszufinden, wie das dann wird. Aber da liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns und dann müssen wir auch mal gucken. Ich glaube, Hayao muss sogar zum Winterfest arbeiten. Nee, muss morgen arbeiten, okay. Und dürfte dann eigentlich frei haben, oder? Gucken wir mal. 1, 2 Tage.
Das heißt, eins, ja, hat er dann frei. Okay, perfekt. Das passt auch. Da müssen wir uns auch nicht drum kümmern. Ja, haben wir ein bisschen Schneemann gebaut mit dem Ski- und Schlittenfahren. Hat nicht so gut funktioniert, leider. Ich hätte gerne mal gesehen, wenn Hayao und Paru oder ich hätte auch gerne mal Simon und Damien noch ein bisschen irgendwie Schlitten fahren lassen. Vielleicht hätte sich da noch ein bisschen was aufgebaut. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mitbekommen, dass Fabian und Simon Schlittenfahren nicht so mögen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche einen schönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.